Mehrere Zuschauer haben uns geschrieben, weil sie ein Problem haben mit der Unterscheidung, die ich hier immer wieder betone, zwischen Israel und den Nichtjuden, den Heiden. So schreibt eine Zuschauerin: Warum betonen Sie die Erwählung Israels, was Israel durch Gott zugedacht ist, und einen für mich gefühlten riesigen Unterschied zwischen den Goyim, also den Nichtjuden, und Israel? Ich liebe meine Geschwister in Israel so sehr, bin so froh, an allen Verheißungen Teilhaber sein zu dürfen und ein Gotteskind zu sein durch das, was der Jude und Menschensohn und Sohn Gottes auf Golgatha für mich getan hat. Bitte sehr, könnten Sie nicht auch betonen, dass wir zusammengehören, Israel und die Nichtjuden, die Goyim? Er hat doch die Trennwand, zu meinem ganzen Glück, schreibt die Zuschauerin, beseitigt. Gehören wir Nichtjuden nicht auch zu Israel, zum neuen Jerusalem, zum Messias Israels dazu? Erlauben Sie mir die Frage, warum legen Sie die Betonung so sehr auf die einst vorhandenen Unterschiede? Oder eine andere Zuschauerin schreibt, Israel sei das auserwählte Volk. Warum das so sehr betont wird in unseren Sendungen? Aber wir Christen, schreibt jetzt die Zuschauerin, gehören seit Jesu Auftritt auch dazu. Israel hat nicht mehr den alleinigen Anspruch oder das alleinige Vorrecht von früher. Das führt zu Unmut und Missverständnissen. Ich bin dankbar, dass so offen geschrieben wird. Und dann sagt sie, da gibt es doch dieses Gleichnis von den Weinbergsgärtnern. Hat Jesus den Weinberg nicht anderen gegeben? Das heißt, die Juden müssen sich heute genauso in den Weinberg hineinbekehren wie alle anderen Völker, sonst gehen sie genauso verloren. Ich bin sehr dankbar für diese offenen Worte. Und vielleicht sage ich Ihnen zunächst, an ein paar Stellen in diesen Texten bin ich anderer Meinung. Wir dürfen unterschiedlicher Meinung sein, aber ich sage Ihnen jetzt einmal, wo ich es etwas anders sehe. Da schreibt die eine Zuschauerin, ich habe doch an allen Verheißungen Teilhabe bekommen des Alten Testaments. Da möchte ich ganz klar sagen, nein, das haben wir nicht. Zum Beispiel die Verheißung des Landes Israel gilt exklusiv für das Volk Israel und für die Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und es sind auch nicht einst vorhandene Unterschiede, sondern diese Unterscheidung zwischen Israel und den Völkern, die zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Und Sie finden diese Unterscheidung im letzten Buch der Bibel. Wenn wir das nicht machen, was die Kirchengeschichte gemacht hat, dass wir den Begriff Israel auf uns übertragen und sagen, das sind jetzt wir. Diese Übertragung findet in der Bibel nirgends statt. Ich denke auch nicht, dass das Gleichnis von den Weinbergsgärtnern bedeutet, dass Israel seinen Auftrag und die damit verbundenen Vorrechte und die damit verbundenen Segnungen weggenommen wurden. Es ist in der Bibel überall so, wenn Menschen mit einem Anspruch kommen, dann wird dieser Anspruch in Frage gestellt. Denken Sie nur daran, wie die Schriftgelehrten und Pharisäer zum Johannes dem Täufer kamen und sagen, haben wir nicht Abraham als unseren Vater? Und sie meinen, dadurch alles Mögliche ableiten zu können. Und das sagt der Johannes der Täufer, er kann sich aus diesen Steinen Kinder erwecken. Er sagt nicht, dass es macht. Genauso kommen Jesu Mutter und seine Brüder, drängeln sich gewissermaßen vor und sagen, halt, wir müssen ihm jetzt was sagen, wir sind ja immerhin seine Mutter und seine Brüder. Jesus stellt nicht in Frage, dass das seine Mutter und seine Brüder sind, aber er sagt in diesem Zusammenhang, wo seine Familie ein Vorrecht zu behaupten meint, also das meint zu können, da sagt er, diejenigen sind meine Mutter und meine Brüder, die meinen Willen tun oder den Willen meines Vaters tun. Nachher unterm Kreuz ist ganz klar, als er die Maria dem Johannes anvertraut, dass das seine Mutter ist. Er stellt es überhaupt nicht in Frage. Wir müssen hier genau hinsehen. Sehen Sie, warum betone ich den Unterschied? Wenn ich betone, dass es nur einen Gott gibt,
wenn ich betone, dass es nur einen Weg zum Heil gibt, wenn ich betone, dass wir alle eins sind in Christus, dann gibt es keinen Unterschied, nicht nur zwischen Juden und Nichtjuden, sondern auch zwischen Mann und Frau und auch zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und in diesen Zusammenhängen werde ich immer betonen, Leute, ihr steht ohne Ansehen der Person vor dem einen lebendigen Gott. Wenn ich allerdings ein Eheseminar mache und Männer Probleme mit ihren Frauen haben und Frauen ihre Männer als Herausforderung empfinden, da werde ich in diesem Eheseminar darüber reden, dass Männer bestimmte Erwartungen haben und Frauen bestimmte Aufgaben und Männer bestimmte Funktionen und Frauen bestimmte Vorrechte. Da werde ich die Unterschiede betonen. Genauso, wenn ich ein Seminar mache über Firmenberatung, dann werde ich die Unterschiede zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber herausstellen. Und sehen Sie, was wir hier in dieser Sendung machen, ist, wir reden über die Fragen, wie soll unser Gegenüber als Nichtjuden mit dem jüdischen Volk aussehen? Und das ist ganz natürlich, dass ich die Unterschiede betone und überhaupt nicht in Frage stelle, dass auch Juden nur durch Gnade gerettet werden, dass auch Juden Sünder sind, dass auch Juden nur einen Weg zum Vater haben. Das habe ich nie in Frage gestellt. Aber es gibt in alledem Unterschiede, die bleiben bis zum Ende, die vor allem funktionale Unterschiede sind und deswegen auch Unterschiede darin, wie wir uns sehen, wie wir unsere Aufgaben wahrnehmen. Und natürlich hat es auch Unterschiede, wie wir geprägt sind, wie wir fühlen, wie wir denken, wie wir bestimmte Dinge auffassen. Und manchmal gibt es große Unterschiede in den Verletzungen, die wir haben.